warum du ein Update deiner Saw-Gesamtedition machen solltest. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias. Und wir schauen mal, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat. Oh Gott, ist das schwer, ja. Wir haben eine neue Box hier rumfliegen von Studio Kanal. Und zwar die Saw 10 Film Collection Gesamtedition, wie auch immer ihr es nennen wollt. Teil 1 bis 10 in einer Box. Und wie gesagt, ihr habt es gerade schon im Intro erfahren, ihr erfahrt in diesem Video, warum ihr ein Update von eurer alten Gesamtedition zu dieser hier machen solltet. Hat zwei Gründe, erzähle ich euch dann. So, erstmal, Box ist quasi frisch erschienen. Ich hatte euch letztens hier schon mal, blende ich euch hier oben ein, den 10. Teil in dem Mediabook vorgestellt. Ist, glaube ich, mittlerweile schon ausverkauft. Schaut trotzdem gerne mal vorbei, lasst ein Like da und ein bisschen Liebe. Freut mich immer und den Algorithmus natürlich auch. Deswegen dürft ihr auch hier schon mal liken und kommentieren gegen den Algorithmus, um YouTube zu zeigen, wer hier, wo der Frosch die Locken hat. So, ne? Also, Saw Collector's Edition, aber wichtig, Uncut. Das zeige ich euch gleich nochmal in Tischansicht, wie ihr da auch da den Unterschied machen könnt, woran ihr erkennt, dass eure Edition Uncut ist oder dementsprechend nicht. Hat auch zwei Möglichkeiten, das rauszufinden. Ja, für Leute, die immer noch nicht wissen, worum es eigentlich bei Saw geht, ich fasse mal so grob zusammen. Meistens geht es darum, Menschen auf brutalste Weise den Wert des Lebens zu vermitteln und vielleicht ein paar Ideen für den nächsten Gesellschaftsspieleabend zu vermitteln, bei dem es dann etwas blutiger zugehen dürfte. Dementsprechend, wenn ihr darauf Bock habt, dann ist hier, glaube ich, das hier genau die richtige Box für euch. Wenn ihr auch schon, wie gesagt, die alten vorherigen Boxen habt, die 7, 8, 9 Filme Edition, ja, dann bleibt jetzt auf jeden Fall mal dran. Wir schauen uns diese Box hier etwas genauer in der Tischansicht an. Ja, wie ihr seht, ist diese Edition noch so halb eingepackt und das hat den Grund, dass ihr hier seht, dass diese Box einen Aufkleber beinhaltet, der uns hier quasi verkündet, dass es sich hierbei um die Uncut-Box handelt. Ansonsten ist die Box optisch gleich mit der normalen Cut-Box. Ihr habt wirklich nur diesen einen Aufkleber hier drauf, deswegen habe ich die Folie so erstmal drauf gelassen. Ihr sehen könnt, sehr schönes Motiv gewählt. Wir haben natürlich das X für das lateinische 10, ja, und dementsprechend hier aus so ein Best-of aus allen möglichen lustigen Gerätschaften wie Sägen, Scheren, Klingen und so weiter, Zahnräder, die ja auch immer hier so ein Thema sind in dieser Box. Und dann haben wir die 20th Anniversary Edition, weil wir sind schon bei 20 Jahren bei diesem Franchise. Man weiß ja nicht, wie viel es weitergeht, ob das hier, wie lange dieses hier wirklich dann das Finale, die finale Collector's Edition ist. Aber ihr erfahrt im Anschluss nochmal, warum es sich auf jeden Fall lohnt, auf diese Edition hier abzugraden, wenn ihr eine kleinere oder noch gar keine Edition davon besitzt. 10 Film Collection, Studiokanal unten drunter. Hier hinten auf der Rückseite ist so ein kleiner Zettel reingelegt. Das seht ihr gleich, weil ich ziehe ihn jetzt gleich mal so ein bisschen raus. Der nochmal so eine Gesamtedition, Gesamtübersicht über diese Edition, halt alle Kapitel der Horrorsage in einer Box, inklusive des gefeierten Saw X. Der Saw X hatte ich euch ja schon vorgestellt, hat mir auch gut gefallen im Extra Mediabook, aber den habt ihr hier auch nochmal mit dabei in der Edition. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen hier diesen Zettel rauszupulen. Auch das sollte, glaube ich, für den ein oder anderen Sammler ganz interessant sein, dass sich dieser Zettel hier, dass der nicht geklebt ist auf der Rückseite, das heißt, eure Box nimmt keinen Schaden. Und ja, den guten kleinen Mann, den kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Ich lasse jetzt erst nochmal dran, woran ihr auch erkennen könnt, dass es sich hierbei um keine Cut-Edition halt, neben dem Aufkleber vorne drauf. Übrigens der Karton sehr stabil, also das, ihr seht, ne? Kann man auch kaum eindrücken, nur so ganz in der Mitte wälzt er sich so ein bisschen. Also hier ist das Digipack durchaus sicher drin. Das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an, weil das ist ein wenig größer. Ich räume mal hier so ein bisschen auf. Ich würde mal sagen, wir fangen mal von der Außen an. Da sehen wir natürlich ikonische Szenen aus der Saw-Saga. Ich glaube, die kennt ihr alle, ne? Ja, Chester hier,
das ist ja auch eine der klassischen, ich glaube, eigentlich so das klassischste Bild, was man so aus der Saw-Saga kennt. Diese Maske, hier der Mann aus dem ersten Teil oder hier unser kleinen Rollstuhlfahrer, einer soll ich schon den Dreiradfahrer nennen. Und hier der Jigsaw und auch diese Schweinemaske ist ja auch in den jetzt so ein bisschen, ja, in den letzten mehr Thema geworden, sagen wir so. Ne? Ihr sehen könnt hier, aber die Bilder sind ja, so leicht matt gehalten, matt gedruckt. Fast ein bisschen wie auf Umweltpapier, möchte ich mal fast sagen. Ihr seht, es ist wirklich eine unfassbar dicke, lange Schlange. Das ist das, was sie gesagt hat. Und ja, ihr seht hier, woran ihr auch noch unterscheiden könnt, dass ihr die Uncut-Edition habt. Teil 1 und 2 sind nämlich hier FSK 18 freigegeben. Das heißt, die sind auch bei der FSK Uncut. Bei 3 sieht es dann schon etwas anders aus. Dementsprechend ist hier keine Abgabe an Kinder und Jugendliche. Das besagt quasi, dass ihr hier ja, eine Uncut-Version der Box habt. Also sprich, wenn ihr die gebraucht kauft oder so und ja, die Folie natürlich ab ist, dann ist auch der FSK, der Uncut-Aufkleber weg. Ich würde die natürlich hier in meine Box reinkleben, weil ich ja so ein bisschen ja, so ein Gesamteditionsfreak bin, aber was ich sehr schön finde, ist das Disc-Design. Jede Disc ist anders, aber ähnlich gehalten. Dementsprechend gibt das ein sehr schönes Gesamtbild hier. Also das heißt, wir haben hier nicht einfach nochmal so irgendwie Repack sozusagen der alten Discs von den Editionen, hätte man ja auch machen können. Die liegen bestimmt irgendwo noch im Presswerk rum, dass man einfach nochmal die genommen hat und die einfach nochmal neu verpackt hat. Nein, man hat sich hier die Mühe gemacht, neue Discs zu veröffentlichen und diese dann hier auch designtechnisch anzupassen an eine Gesamtedition. Das finde ich sehr schön gemacht. Was ich auch sehr schön gemacht finde, wir sehen hier auch nochmal die Plätze, was hier ist. Also der Hintergrund ist relativ einfach gehalten, wie ihr seht. Da ist eigentlich nicht viel los, nur das Papierähnliche. Aber ihr seht ja jedes Mal nochmal so Informationen zum Film. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht nochmal die Disc-Informationen geben, obwohl die hat man auch hier hinten eigentlich drauf, ne? Denn hier stehen ja auch die ganzen Extras drauf. Okay, dann ist es quasi einfach nur nochmal so, dass man weiß, welcher Film an welchen Platz gehört, ne? Und dementsprechend, ja, könnt ihr mal schreiben, wie ihr es gemacht hättet. Ich nehme jetzt nicht jede Edition raus hier, weil das nimmt sich halt alles nichts hier, ne? Hier zum Beispiel Saw 5 ist nur Spiel JK geprüft. Erst hier hinten bei Jigsaw und Saw X, da geht es halt wieder mit der FSK weiter, das innen drin dazwischen ist in Deutschland alles nicht ungeschnitten auf den Markt gekommen. Aber jetzt kommen wir zu einem der Highlights dieser Edition und warum ihr euch diese Box auf jeden Fall kaufen solltet als Update. Wir haben hier ein schönes Booklet und das ist geschrieben von dem guten, Hohmann, Tobias Hohmann, der hat auch hier dieses Inside Saw geschrieben und der Mann kennt sich mit der Serie wirklich aus und der hat auch das Booklet zu Teil 10 geschrieben und wir haben hier wirklich einen kompletten Recap über die gesamte Entstehungsgeschichte der Saw-Reihe. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Nachschlagewerk. Ihr seht, designtechnisch ist alles so ein bisschen in diesem Sepia gelb vergelbten Papier gedruckt. Das finde ich sehr schön gemacht, weil das so ein schöner Zwischenschritt ist zwischen Design und Lesbarkeit. Wir haben jetzt nicht wirklich eine einfache weiße Seite und schwarzer Text, aber wir haben ja doch dadurch, dass hier, ne, so ein bisschen ja, diese Vergilbung so drin ist, so ein bisschen Design noch mit drin und das macht es für mich ein bisschen hochwertiger, muss ich sagen. Unterbrochen halt immer noch mal so von Bildern hier, ne? Wir fangen ja natürlich bei 1 an, deswegen diese klassische Szene, ihr kennt sie alle. Und das immer noch unterteilt, wie das alles dazu gekommen ist zu der Saga, dann wie die anderen 2.5, massive Veränderungen, ne? Also gerade dann Hektik bald in Toronto, also da genau diese ganzen Sachen, die für diese Teile wichtig waren, wo es dann Up und Downs in der Serie gab, wo Frage, ob es überhaupt weiterging und, ne? Also man weiß ja nie, ob es jetzt weitergeht, also, ne, 10 war jetzt ja wohl wieder relativ erfolgreich, Post-Production hier, Böse Erwachen. Also je nachdem, was diese Edition so, diese Veröffentlichung geprägt hat, geht der Mann hier nochmal drauf ein und ihr seht, das sind wirklich ordentlich viele Seiten, hier auch nochmal schöne Bilder in einer schönen Druckqualität, muss ich sagen. Ja, hier sogar bis zu Spiral hin, wie es dazu gekommen ist, weil, wie gesagt, das Franchise ja eigentlich dann schon so langsam am Abflauen war und
ja, wie gesagt, jetzt mit X, hier gehen wir da nochmal zurück zu den Wurzeln, weil das ja so ein bisschen wieder wie die ersten Teile war. Ja, auch das ist eine sehr schöne, das ist auch hier so ein bisschen aus das Titelbild ja auch raus, aus der schönen Maschine hier. Frische Impulse und Ausblick, dass es vielleicht sogar nochmal dann mit einem 11. Teil weitergeht. Dann gucken wir mal, ob wir dann da ein Update machen müssten oder ob uns diese Edition dann reicht und wir dementsprechend dann den 11. Teil dann vielleicht nur noch dazu kaufen. Müssen wir dann mal schauen, sehen wir ja dann. So, und das alles auf 66 Seiten, da habt ihr wirklich ordentlich was zu lesen und ja, ich könnte ein schönes Recap nochmal über die gesamte Geschichte der Saw-Edition. Ja, eine Bild- und Tonbewertung lasse ich jetzt diesmal weg, weil wir ja unterschiedliche Editionen, unterschiedliche Filme, ich habe selber noch nicht alle gesehen, dementsprechend kann ich hier gar nicht so grob den Eindruck geben, wie sich diese Edition hier schlägt. Preislich ist auf jeden Fall hier schon mal, das kann man an dieser Stelle schon mal erwähnen, ein ja, guter Preis-Leistungs-Hit, ich glaube, was habe ich bezahlt? 60 Euro, glaube ich, um den Dreh. 60 Euro für 10 Filme mit Booklet ist auf jeden Fall schon mal preislich eine super Empfehlung für so eine Edition. Aber ihr wolltet ja wissen, warum muss ich denn jetzt ein Update machen von meiner alten 7, 8, 9 Collectors Sammel Komplett Edition? Ja, ihr habt es gerade schon in der Tischansicht gesehen. Wir haben hier ein richtig fettes Booklet, das nochmal die komplette Saga von Anfang bis Ende beleuchtet und dementsprechend hier ja, für zum Nachlesen nochmal die kompletten 10 Filme recapped. Also dahingehend finde ich das schon richtig gut gelungen und eine klasse Ergänzung zu dieser Box. Ja, FSK 18 ist, wie gesagt, meistens, also bis auf ein paar Ausnahmen, geschnitten. Das ist quasi, hoch, habe ich mich erschreckt. Oh Gott, die Katze. Oh. Ja, es ist viel zu dunkel und viel zu gruselig, solche Filme hier anzugucken. Die Katze sollte aufhören, mir hier irgendwelche Gruselfilme vorbeizubringen. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Egal, also, die Collector's Edition, es lohnt sich, wie gesagt, preislich. Dann wichtig, dass ihr auf die Uncut-Edition achtet. Wenn ihr gebraucht kauft, wie gesagt, achtet auf die Discs. Und, ja, ihr bekommt hier ein Update, was sich halt wirklich lohnt durch das Booklet. Und halt die zweite ist natürlich der zweite Grund, dass ihr dann die richtige Komplett-Edition habt. Weil wenn ihr die nur bis Teil 9 habt, dann fehlt natürlich Teil 10 in der Gesamtedition. So, dementsprechend, wenn ihr das Mediabook zum Beispiel verpasst habt, dann habt ihr hier günstig die Möglichkeit, 10 Filme in einer Edition zu bekommen. Also dahingehend, Empfehlung geht raus, klasse Edition. Wichtig halt, wie gesagt, achtet auf das Uncut. Dann habt ihr auch den vollen, ungeschnittenen Spaß mit dieser Box. Das soll es erstmal so gewesen sein. Dankeschön fürs Einschalten. Danke, dass ihr immer hier dabei gewesen seid. Ihr seht schon, ne, es ist alles leer. Das hier wird das letzte Video aus diesem Studio sein. Jetzt gleich im Anschluss nach diesem Dreh dieses Videos werde ich mich daran machen, die letzten Reste in diesem Zimmer hier abzubauen. Und ja, es war mir eine Ehre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dieses Studio geliebt. Es ist historisch gewachsen, wie man so schön sagt. Ihr wisst, früher stand da oben noch so ein Lego-Flieger oder Kobi war es ja eigentlich eher so ein Klemmbausteinflieger, nennen wir ihn mal. Hier sind noch Actionfiguren dazugekommen. Da oben ist noch, wie ihr sehen könnt, noch eine VHS dazugekommen mit Jean-Claude Van Damme, Bloodsport in der Cut-Edition natürlich. Corsbier, der Conan, mein Lieblings-Mediabook, ist dazugekommen. Ja, alles historisch so gewachsen und ja, das war's. Dankeschön. Mal gucken, wie es weitergeht. Bleibt gesund. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Cheers.